Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zur Freitagnacht-Ausgabe. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht ist Karin und Karin ist 56 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Karin. Hallo. Um was geht's bei dir? Um was geht's bei mir? Es geht immer noch um dieses Thema seltene Krankheiten. Ja. Ich habe eine Makuladegeneration. Sag's nochmal. Makula? Eine Makuladegeneration. Was ist das? Das ist, die Makula ist der kleinste Fleck im Auge, ist circa 1,5 Millimeter groß und ist für das scharfe Sehen zuständig. Und die Degeneration heißt, dass dieses Zapfensehen, dieses Farbsehen, wo bestimmte, der Hintergrund des Auges für zuständig ist, schwarz-weiß, Farbe, das wird mit über Zapfen geregelt, ja, dass die im Begriff des Begreifens sind, abzusterben. Das hat zur Folge? Das hat zur Folge, dass man blind wird und trotzdem sieht. Was heißt das? Das ist, ja, es ist eigentlich eine ganz komische Sache. Schwer zu verstehen. Diese Makula ist ja für das schärfste Sehen zuständig. Das heißt, alles, was du klar oder was ich klar sehen möchte, kann ich nicht mehr klar sehen. Also das heißt, du siehst verschwommen? Nein, ich sehe gar nichts. In der mittleren Partie des Auges, diese Makula, sehe ich nichts. Ja. Das heißt, ich gucke Leuten ins Gesicht und erkenne sie nicht. Ja, aber was, wenn du guckst? Ja. Also ich gehe davon aus, dass die Krankheit bei dir schon relativ fortgeschritten ist. Jein. Sie ist festgestellt worden vor circa 10 Jahren. Ja. Wobei mir kein Arzt gesagt hat, was es heißt, was es ist. Alle haben sehr geheimnisvoll getan. Ja. Und keiner hat das Kind beim Namen genannt. Also jetzt bin ich aber in Anführungsstrichen ein sehr aufgeklärter Patient, habe mich natürlich ans Internet gesetzt, habe geguckt und habe dann festgestellt, was ich habe. So, jetzt beschreib mir mal, was du im Moment, wenn du jemanden anguckst, was du wahrnimmst, was du siehst, damit ich das und die Zuschauer, Zuhörer sich auch vorstellen können. Ja, wenn ich jemanden angucke, also jetzt ist es so, dass ich noch sehen kann. Ja, wenn ich jemanden angucke, kann ich nicht sein, nicht immer. Es kommt darauf an, wie er sich stellt, aber im Regelfalle kann ich sein Gesicht nicht erkennen. Also es ist so eine verschwommene Masse vor dem Gesicht. Genau, grau. Ja. Grau, ja. Nun ist diese Krankheit diagnostiziert. Ja. Durch deine Mithilfe auch. Ja, Und du sagst, dass es eine Krankheit ist, die zur Erblindung führt. Richtig. Dieses ist nicht aufhaltbar, man kann nichts therapieren, man kann nicht operieren, gar nichts. Nein, es gibt, ich habe ja eben mit deinem Team gesprochen und ich glaube, ich habe da was Falsches gesagt. Es gibt wohl 18 Millionen Amerikaner, das stimmt aber nicht. Ich glaube, das sind 1,3 Millionen Amerikaner, die das mittlerweile haben. Ja. Bei den Deutschen weiß ich jetzt nicht genau, wie viel es ist. Diese Krankheit ist aufgeteilt in mehreren Stufen. Es gibt das auch als altersbedingte Makuladegeneration. Du bist 56. Jahre alt. Ich bin 56, es wurde diagnostiziert vor circa 10 Jahren. Ja, kannst du sagen, wann die Erblindung eintritt? Nein, voraussichtlich? Man weiß es nicht. Es ist einfach so, dass manchmal es aus irgendwelchen undefinierbaren Dingen zum Stillstand kommt für eine gewisse Weile. Das ist auch eine Hoffnung, die man dann hat. Ja, aber dann kommt auch wieder ein Schub. Und ich war vor circa 14 Tagen in der Uni, weil ich das Gefühl habe, ich bin vor zwei Jahren auf der linken Seite operiert worden, weil das Auge versucht,
sich selber zu helfen. Es bildet Ablagerungen und bildet eine Membran. Und die Membran bohrt sich in die Netzhaut und muss dann entfernt werden. Es gibt eine trockene Form der Makula. Also ich merke schon, dass du sehr, sehr gut informiert bist. Wir müssen es vielleicht gar nicht so ganz medizinisch erklären. Aber ich habe jetzt verstanden, dass man direkt an der Krankheit nichts tun kann. Nein. Aber dass die Krankheit wiederum Nebenwirkungen hat, die zum Beispiel jetzt in deinem Fall operativ da entfernt werden mussten. Ja. Behandelt werden mussten. Aber wie hast du dich, Karin, wenn ich das fragen darf, wie hast du dich auf diese Krankheit eingestellt? Auch auf die drohende gänzliche Erblindung? Ja. Sehr schwer. Also es ist folgendermaßen, dass die Umwelt, der Mensch, der mit einem umgeht, sei es der Mann, seien es die Kinder oder die Enkel oder Verwandte, Bekannte oder ganz fremde Leute, sich damit sehr, sehr schwer tun. Weil ich sehe aus wie ein normaler Mensch. Wie ist es denn bei dir? Hast du lebst du in einer Ehe, in einer Partnerschaft? Ich lebe seit 26 Jahren in einer Beziehung. Ja. Und wie geht dein Freund damit um? Wie geht mein Freund damit um? Also im Anfang jeder tut sich schwer, er auch. Und im Anfang war es einfach so, dass er schon mal gesagt hat, weil manchmal sehe ich und manchmal sehe ich aber auch nicht. Das kommt, wenn ich schräg gucke und an der Makula vorbeigucke, kann ich klar sehen. Das heißt, er kann das gar nicht richtig einschätzen? Man kann es nicht einordnen. Ah, ja. Ich selber kann es auch nicht einordnen. Und das Schlimme ist, ich sehe einfach nicht mehr, was auf meinem Teller ist. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt verschiedene Kohlsorten oder Salate, ich muss immer fragen, was ist das? Ja. Ich verwechsel Äpfel mit Klößen. Ich weiß einfach nicht an einem Buffet. Ich brauche immer jemanden, der dabei steht und mir sagt, das ist das. Das macht wahrscheinlich aber auch so das Führen eines Haushaltes sehr schwierig, ne? Ja, das ist eigentlich noch nicht so schlimm, weil ich kann noch lesen. Ich kann noch lesen. Ist auch erstaunlich, dass du das dann noch kannst. Ja, ich kann noch lesen und kann auch noch in den Computer, wobei ich eigentlich auch, für mich ist es ein Anliegen, jetzt mit diesem Telefonat, es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele Menschen, die es auch haben. Ja. Und es gibt da einen bestimmten Browser für Leute, die sehr sehbehindert sind. Das ist der Opera. Ja. Und dieser Opera tut das, was normalerweise ein normales PC-Programm macht. Es vergrößert bis ganz groß die Buchstaben. Ja. Und dieser Opera-Browser macht das auch. Das ist der einzige, der es tut. Und man kann auch Farben umkehren. Ich kann zum Beispiel schwarz und dann rote Schrift kann ich gar nicht sehen. Das kann man mit dem Opera alles machen. Also ich verstehe, dass das schon ein großer, etwas sehr Hilfreiches für dich ist. Richtig. Wenn du jetzt so in der stillen Stunde so, und das wird wahrscheinlich sehr oft schon der Fall gewesen sein, darüber nachdenkst, wie wird das sein, wenn ich ganz blind bin? Ja, ich habe Angst. Richtest du dein Leben schon so darauf ein, dass du vielleicht im Alltag schon versuchst, dich daran zu gewöhnen, irgendwie nicht, oder lernst sogar Blindenschrift? Nein, auf gar keinen Fall. Ich versuche es sehr oft erfolgreich zu verdrängen, aber manchmal überkommt es mich. Dann fehlt einfach nur dieser ganz klitzekleine Anstoß, so zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe in einen Supermarkt, der mir bekannt ist, wo ich mich ja auch wirklich sehr gut auskenne, aber ich muss dann die Sachen ganz nah an mich rannehmen. Trage seit meinem zweiten Lebensjahr Brille, muss ich dazu sagen. Erklär mir mal, warum du keine Blindenschrift lernst. Ich denke, es ist endgültig. Wenn ich Blindenschrift lerne, dann ist es endgültig. Ich verstehe, hält sich dann doch noch so mehr fest an dem Jetzt-Zustand und hat auch noch die Hoffnung noch, ist auch noch größer. Genau, ja, das kann ich gut verstehen. Findet. Sag mal, Karin, wäre dir damit geholfen, wenn du Kontakt aufnehmen könntest mit Leuten, die das auch haben? Ich habe kann Kontakte haben über die verschiedenen. Es gibt ganz viele Makula-Foren und ich kann Kontakt haben, aber ich weigere mich eigentlich bis jetzt noch diesen Kontakt aufzunehmen, weil ich befürchte, dass es mich runterzieht. Verstehe. Das heißt, du bist eigentlich bemüht, so dein Leben so normal wie möglich weiterlaufen möglich, zu lassen. Kann ich nachvollziehen, ja. Was für mich sehr schwierig ist, ist einkaufen, wenn ich mir Sachen kaufe. Mhm. Also wenn ich Garderobe kaufe und wenn ich dann den Leuten sage oder der Verkäuferin, weil ich kann diese Dunkeltöne nicht mehr erkennen. Schwarz, grau, braun. Und wenn ich dann frage, sagen Sie, was ist das für eine Farbe? Und ich kriege dann zur Antwort, das ist blau, das sieht man doch. Ja. Ja.
Dann, das oder ist dann, das kommt gleich der Postbote und ich muss was unterschreiben und schreibe es in ein Feld rein, wo es nicht reingehört und er sagt, Sie haben das falsch geschrieben und ich sage, tut mir leid, ich habe es nicht gesehen und er sagt, ja, Sie tragen doch Brille. So Karin, ich wünsche dir, dass du noch sehr lange an diesem normalen Leben festhalten wirst können. Weil ich glaube, das ist auch die beste, vielleicht auch noch die beste Medizin, diese Hoffnung zu haben und sich an dieser Hoffnung festzuhalten. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss, Karin. Gudrun, 58 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Gudrun. Um was geht's bei dir? Ich hatte gestern versucht, dich zu erreichen. Und zwar ging es gestern darum, was man für einen Menschen getan hat. Mhm, das habe ich nur für meinen Partner getan, hieß das Thema gestern. Ja, genau. Mhm. Und ich habe vor 4 Monaten einen Mann verloren, ganz plötzlich, innerhalb von 6 Wochen, an Krebs. Und ich habe ihn seebestatten lassen, obwohl ich selber gar nicht wusste, ob er das direkt wollte, weil mein Mann hat nie mit mir über den Tod gesprochen. Wir waren 39 Jahre verheiratet. Und ihr habt doch nie darüber gesprochen, wie man... Nee, er wollte mal 99 Jahre werden und nochmal Vater, das war er in meinem Scherz gesagt. Ja. Und wie kam denn deine Idee, ihn See bestatten zu lassen? Ja, wir wohnen auf Borkum. Ach, auf Borkum wohnt ihr. Also der See unheimlich verbunden, dem Meer. Klar, wenn alle Leute, die da wohnen, sind ja eigentlich dem Meer sehr verbunden. Ja, und wir hatten auch früher ein kleines Boot und... Und er hat nie mit mir über den Tod gesprochen, nie, nicht ein einziges Mal. Gab es denn in eurer Verwandtschaft oder in der Bekanntschaft oder vielleicht in der Nachbarschaft Leute, die sich schon mal haben See bestatten lassen? Also mein Wunsch ist es immer gewesen. Und meine Jungs haben auch gesagt, Papa wollte das. Ja, ich meine so, es gab ja auch nie dieses Thema, dass man sagt, ah, guck mal da, die Nachbarin... Also er wollte mal 99 Jahre werden und... Also wie gesagt, und wo er dann nachher so krank war, weil die Krankheit ist... Und ganz plötzlich, also plötzlich mein Mann hatte letztes Jahr schon eine Rückenversteifung von 5 Wirbeln und in diesem Jahr, nee, im letzten Jahr war es ja, also 2001 eine Versteifung von 5 Wirbeln und im letzten Jahr nochmal von 2. Am 20. August habe ich ihn ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Und dann ist er 5,5 Stunden operiert worden und war also auf dem Weg der Besserung, hat also die Operation gut überstanden. Ja. Und dann waren aber seine Werte so dermaßen schlecht, dass man ihn untersucht hat, also erstmal eine Magenspiegelung gemacht und dann hat man irgendwas entdeckt, aber wir wussten noch nicht was. Mhm. Und dann hat man nachher gesagt, dass Bauchspeicheldrüsenkrebs ist, aber es ist ihm relativ günstig, dass man es operieren könnte. Ja. Aber es war dann doch schon... Und dann ist er entlassen worden nachher aus dem Krankenhaus und sollte Chemo bekommen. Und als wir zu dem Onkologen gekommen sind, sage ich das dann... Also ich habe das dann erst erfahren, weil man wusste schon, dass also Lunge, Leber, Nieren alle schon befallen war. Und dann ist er innerhalb von kurzer Zeit am 5. September ist also das festgestellt worden und am 11. September ist er dann gestorben. Am 12. September ist mein Mann 60 geworden, das haben wir auch noch gefeiert, das wollte er auch gern im Kreis der Familie und Freunden und Bekannten. Und 4 Wochen später ist er dann verstorben. Also jetzt ist die große Frage für dich, habe ich das richtig gemacht? Ja. Oder habe ich es nicht richtig gemacht? Ja. Lass uns mal gemeinsam nachdenken. Ihr wohnt auf Borkum. Ja. Ihr seid Insulaner, ne? Ja. Kann man das? Ja. Ich bin zugezogen, aber. Und dann. Mein Mann ist ein echter Insulaner. Ist dort geboren. Ja. Mhm. Das heißt, da kann man ja wirklich ganz, ganz blind voraussetzen, dass er das Meer geliebt hat. Ja, auf alle Fälle. Dass das sein Element war. Rettungsschwimmer tätig. Rettungsschwimmer tätig. Mhm. Was hat er beruflich gemacht? Wir waren selbstständig, wir hatten einen Malerbetrieb, den hatte er unser. Seid in eurem Leben unzählige Male am Strand spazieren gegangen wahrscheinlich. Immer. Das Wasser war sein Ein und Alles. Er hat sich auch auf seine Weise mal mit unserem Meerwasser geheilt, wenn er Halsschmerzen hat oder wenn er erkältet war, hat er Wasser geholt, hat das durch die Nase hochgezogen. Ja. Also das Meer war alles für ihn. Weißt du, Gudrun, wenn du das so sagst, das Meer war alles für ihn, dann glaube ich, ich sag einfach mal, was ich jetzt so, meine Meinung, was ich glaube, ist meine Überzeugung, dass du das Richtige getan hast, dass du da eigentlich nichts hast falsch machen können.
Das war sein Element, das Wasser. Das war seine Heimat. Es war ja sogar seine Heimat. Ja. Guck mal, seine Heimat war umgeben von der Nordsee. Genau. Und wollte er ja auch unbedingt wieder hin. Wir haben also beide sehr jung geheiratet. Mein Mann war 21, ich war 19. Und dann haben wir erst auf dem Festland gewohnt und dann wollte er aber wollte wieder nach zurück, 6 Jahren wieder auf seine Insel. Weißt du, was mich wundert, Gudrun? Mhm. Dass du dir da so einen Kopf drüber machst jetzt, dass das Gewissen so hochkommt. Woher kommen die Bedenken? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil ich mit ihm nicht mehr darüber spreche. Aber nur deshalb. Denn wenn ein Mensch so krank ist, spricht man dieses Thema ja auch nicht mehr an. Ne? Aber ich glaube, das ist der einzige Grund. Es gibt sonst keine Gründe, dass du denkst, er hat sich mal dagegen geäußert oder... Nee, das hat er nicht. Nie, ne? Ja. Nee. Also dann finde ich eigentlich, dass sogar eine sehr gute Entscheidung ist. Mhm. Eigentlich eine sehr richtige Entscheidung. Weil es ja ihm so entgegenkommt, weil es, wie gesagt, seine Heimat ist und sein Element ist, das mir ich glaube, dass das alles in Ordnung ist. Ja, und dann fehlt er mir natürlich, das ist klar, ne? Natürlich, klar. Ist das so ein Gefühl, also andere Leute gehen oft auf den Friedhof. Ist es für dich so, wenn du an den Strand gehst, dass du denkst, ich bin bei ihm? Ja. Also bis jetzt war ich erst zweimal am Strand, weil es eben einfach so schwer ist. Mhm. Ist die Seebestattung von der Insel aus gemacht worden? Ja. Mit einem Segelschiff. Mit einem Segelschiff? Ja. War das eine sehr feierliche Zeremonie? Ja, sehr schön. Das war auch unsere Pastorin mit, wenn man von schön sprechen kann bei so einem. Ja, aber feierlich kann man ja sagen. Mhm. Feierlich, sehr feierlich. Wie weit fährt das Schiff raus? Davor? Ja, das sind bestimmte Ziele, die angehen müssen. Es gibt ja so Urnenfriedhöfe. Mhm. Und das muss angesteuert werden. Ja, und dann wird die Urne zu Wasser gelassen. Und dann wird die Urne zu Wasser gelassen. Ist die Urne aus Metall oder ist das ein Stoff, der sich auflöst? Ja, genau. Die Urne selber ist Metall. Mhm. Und dann geht die aber auf und da ist eine, wie soll ich das sagen, so eine Geleekugel, wo die Asche dann drin ist. Also die löst sich innerhalb von 20 Minuten auf. Achso, das heißt, es geht dann wirklich ins ganze Meer? Ja. Das Meer nimmt es dann auf? Ja, und sein Bruder ist vor 14 Jahren auch seebestattet worden. Ach so. Mhm. Ja, was hat er denn damals dazu gesagt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber ich weiß wohl, dass der Wunsch von meinem Schwager, der war immer seebestattet zu werden. Mhm. Aber wie gesagt, meinem Mann konntest du nicht über den Tod sprechen. Ja. Und er hat sich damals auch gar nicht dazu geäußert, zu dem... Mhm. Nee. Aber wie auch immer, Gudrun, ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war. Ich glaube sogar, dass es sogar eine sehr gute Entscheidung war. Ja. Weil du so sehr deinem Mann, das ist so deinem Mann gemäß gewesen. Das ist sein Ding gewesen. Mhm. Ich glaube, es war richtig. Ich sage es nicht nur, um dich zu trösten. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass es richtig ist. Ja. Möchtest du mit meiner Psychologin vielleicht noch ein bisschen sprechen? Ja. Ja. Das ist die Elke. Mhm. Du legst bitte auf und Elke ruft dich gleich an. Ich danke dir, Domian. Alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, wenn ihr mich anrufen wollt und wenn ihr mailen wollt, dann bitte 1live.domian, also 1live.domian@wdr.de. Und wenn ihr unsere Themen anschauen wollt für die nächste Zeit, dann klickt mal ganz einfach domian.de an. Da könnt ihr das dann sehen und lesen. Verbunden bin ich jetzt mit Michaela und die ist 34 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, hier ist Michaela. Ja, hallo Michaela. Ja, also ich rufe an, vor ein paar Tagen hat bei dir jemand angerufen, der so viele Gewinnspiele mitmacht und deshalb eigentlich keine Freizeit mehr hat. So war's. Und bei mir ist es genau andersrum. Ich gestalte meine Freizeit mittels Gewinnspielen. So. Ich mache bei vielen Tageszeitungen mit und Telefonaktionen und bin eigentlich ständig im Theater, Kino, Zirkus, egal was, ich war schon da. Wieso im Theater und im Kino und im Zirkus? Das wird von der lokalen Presse oft verlost. Man gewinnt dann Eintrittskarten oder so? Eintrittskarten, Zirkus, alles, was sich gerade so bietet. Und ich rufe eigentlich an, weil es so ein gewisser Kick ist, auch durchzukommen. Und es muss mich noch nicht mal unbedingt so sehr interessieren. Ich habe mir auch schon... Wie gedacht, durchzukommen? Hauptsache durchkommen. Was heißt durchkommen? Das kennt ja natürlich nicht jeder. Bei den Aktionen, da gibt es gewisse Uhrzeiten, dann ruft man an und wenn man halt zu einer gewissen Zeit durchkommt, ach so. Hat man gewonnen. Ist ja fast so wie bei uns hier. Ist ja auch das ist genau wie Kinokarten gewinnen. Wie lange machst du das schon? Das mache ich jetzt etwa 2-3 Jahre. Ja. Da hat mich eine Freundin draufgebracht, die hatte das halt mal in der Zeitung gelesen und
dann tauschen wir uns dann immer aus mit SMS und dann ruft da und da an, da gibt's das und das zu gewinnen. Ist aber nur so eine Nebentätigkeit von dir, oder? Ja, ja, klar. Ich gehe davon aus, dass du noch einen Hauptjob hast. Ja, ja, wenn man das so nennen kann. Ich bin Studentin. Du bist Studentin, ja. Ist auch, natürlich ist das ist auch ein Job. Es kann auch sehr zeitaufwendig sein. Ja. Was studierst du? Anglistik. Anglistik. Nicht schlecht. Ja. Nun hat der Anrufer vor ein paar Tagen hat ganz tolle Sachen ja erzählt, was er gewonnen hat. Für 16.000 Euro jetzt eine Seychellenreise stand zum Beispiel an. Hat irre Sachen gewonnen. War es bei dir auch schon mal so hoch oder waren es immer nur so popelige Karten fürs Kino oder Zirkus oder so? Ja, so teure Sachen habe ich eigentlich noch nicht gewonnen, aber es ist schon mal interessant. Ich habe zum Beispiel mal James Last persönlich kennengelernt. Nein, James Last persönlich? Ja. Aufgrund eines Gewinnspiels, wie ist das möglich? Ja, das hat die lokale Zeitung hier verlost. Ja. Da konnten 10 Leute anrufen und die wurden dann bei einem Konzert hinter die Bühne gebeten. Wow, und wie ging das dann ab? Ja, das war eigentlich schon vor dem Konzert. Da hat er sich eine gute halbe Stunde mit den Leuten unterhalten. Ach, das ist aber nett. Trinken. Das ist aber sehr nett. Ja, der war wirklich sehr nett. Ja, ja. Ist ja nur auch schon ein älterer Herr und das ist ja sehr stressig, so ein Auftritt vorher und sich da vorher mit den Leuten zusammenzusetzen, finde ich ja eine tolle Sache. Ja, das war besonders nett, weil danach der Auftritt doch über 3 Stunden gedauert ja. hat und das fand ich sehr erstaunlich. Ja. Was war neben James Last das Tollste, was du gewonnen hast? Jetzt habe ich die Tage was gewonnen fürs Musical Grease, West Side Story habe ich schon gesehen, Map habe ich gesehen, Orange Blue, also Kaya Jana, Markus Maria Profitlich, Rüdiger Hoffmann. Also es sind doch eher immer so Karten, ne, die du gewinnst. Ja, ja, das sind meistens Eintrittskarten. Wieso gehst du nicht nur noch mal härter ran, also dass du auch Lotterien spielst, wo man so richtig gut Knete verdienen kann oder gewinnen kann? Da habe ich leider noch nie Glück gehabt. Ich habe schon mal mit Lotto probiert oder verschiedenen anderen Sachen, wo man Auto gewinnen kann. Das klappt leider nie. Es ist für dich aber einfach nur so ein Spaß. Ne? Es ist keine Belastung oder dass du sagst, es artet schon in eine Sucht aus oder so. Es ist einfach nur so. Manchmal schon. Da dachte ich mir schon bei dem Thema, jetzt reicht's. Da hätte ich eigentlich auch schon anrufen können. Weil einmal, da habe ich den Movistar des Monats gewonnen. Das heißt, ich konnte ein ganzes Jahr lang, einen ganzen Monat lang ins Kino gehen und bin dann 25 ja. Mal in dem Monat im Kino gewesen. Ja gut, das lag aber dann an dem Kino gehen, ne? Und nicht an dem, also das war die Folge von dem Spielen. Ja, genau. Mhm. Aber es juckt mir schon in den Fingern, wenn ich von einem Gewinnspiel höre und habe für den Tag schon was vor und dann, jetzt kann ich nicht mitmachen. Also ich würde mal sagen, solange du dein Studium nicht vernachlässigst und solange, ich weiß nicht, ob du einen Freund hast. Hast du einen Freund? Ja, meistens gibt es auch noch 2 Karten zu gewinnen. Na, wunderbar. Dann ist es doch alles wunderbar. Ja, also ist ein schöner ich glaube auch noch. Bitte? Ist ein schöner Freizeitspaß. Das ist noch im Rahmen des Normalen, ne? Ja. Ja. Was könnte jetzt demnächst für einen Gewinn anstehen? Wo hast du mitgemacht? Also, jetzt habe ich Karten für das Musical Grease gewonnen. Das ist im April. Ja. Und Kinokarten fürs Wochenende ist eigentlich normal. Da gehe ich in Gangs of New York. Sparst du sehr viel Geld auch, ne? Gewaltig. Gewaltig, ja. Als Student ist das natürlich eine tolle Sache. Ja, das ist super. Ja, ja, dann wünsche ich viel Spaß bei Grease. Dankeschön. Und viel Glück weiterhin. Übertreib es nicht. In dem Rahmen dessen, wie du es beschrieben hast, finde ich es okay. Okay, ne? Werde ich tun. Michaela, alles Gute. Ja, danke dir. Tschüss. Holger, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, grüß dich, Domian. Hallo, Holger. Um was geht's? Ja, es ist mir ein bisschen peinlich, dass ich irgendwie anrufe. Es ist auch gut, dass deine Sendung so spät ist, weil meine Freundin ist gerade im Bett. Mhm. Also ich bin mit meiner Freundin jetzt so circa 3 Jahre zusammen. Ja. Und wohnt auch zusammen. Bitte? Ihr wohnt auch zusammen. Ja. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ihr mein Penis so klein ist. Also ich merke es auch selber schon, so im nicht irrigierten Zustand ist er doch relativ klein und er wird nicht wesentlich größer, wenn er irrigiert ist. Ne? Wie groß ist er denn, wenn er irrigiert ist? Ja, ich habe es nicht gemessen, aber ja, ich denke mal so mein kleiner Finger, so, also ich weiß nicht wie viel. Der kleine Finger? Ja. Ehrlich? Nicht irrigiert. Also, nicht aber irrigiert. Dann kommen vielleicht noch so 3-4 Zentimeter dazu, wenn er irrigiert ist. Also wie der Ringfinger? So in etwa, ja. Ich verstehe nicht, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass man dann nicht schon mal gemessen hat. Nein, da bin ich nicht der Typ zu, dass ich da jetzt mal ein Lineal nehme und mein Penis messe. Also, warum nicht? Was muss man da für ein Typ sein? Das haben die meisten Männer gemacht schon. Ach, na,
ich meine, man hört ja oft im Fernsehen hier Standardgröße, was ich, 22 Zentimeter oder 25 Zentimeter. Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Nein, aber ganz im Ernst, wenn ich mich mit dem Problem rumschlage, dann greife ich doch mal zum Zentimeter mal, so mal wirklich mal genau zu gucken, wie groß ist er denn nur. Na gut, ich sag mal, wenn ich einen Zentimetermaß nehme, dadurch wird er ja nun auch nicht wesentlich größer. Also, es könnte natürlich sein, dass du auch vor dem Zentimetermaß zurückschreckst, weil du gar nicht das Ergebnis sehen willst. Richtig, ne? So sieht's aus. Aber für mich ist es wichtig, mir das vorzustellen. Du sagst, es ist ungefähr so lang wie ein Ringfinger. Ja, in etwa, ja. Kann man das so sagen? Ja, ein normaler Ringfinger. Ja. Und vom Umfang her? Ja, schon ein bisschen mehr als ein Ringfinger. Ja. Also, wie gesagt, ich habe nie gemessen. Also, ich hatte eigentlich, dachte ich bisher, ein ausgefülltes Sexualleben mit meiner Freundin. Also, du sagst, dass ihr 3 Jahre zusammen seid. Ja. Und du sagtest gerade am Anfang, du hast in der letzten Zeit das Gefühl, als wäre deiner Freundin dein Penis zu klein. Warum in der letzten Zeit? Weil ich jetzt mittlerweile das Gefühl habe, dass sie mir Orgasmen nur vorspielt. Zum Anfang habe ich immer gedacht, ja, ist okay, alles okay und super, aber jetzt habe ich mittlerweile das Gefühl in den letzten Monaten, sie macht mir irgendwas vor. Hast du das am Anfang nur gedacht oder war es am Anfang wirklich besser? Hatte sie wirklich einen Orgasmus? Das kann ich nicht sagen, das kann man bei Frauen ja nie sagen, ob sie wirklich einen Orgasmus haben oder nicht. Ja. Das ist immer das Problem. Und ich hab dann auch wirklich mal, Gott sei Dank schläft meine Freundin jetzt schon, ich war dann zwischenzeitlich auch mal im Puff und wollte wirklich mal gucken, ob ich wirklich irgendwie unterbestückt bin. Ne? Ja. Und wolltest du mal eine Fachauskunft von einer Fachfrau hören? So ungefähr. Was hat die Fachfrau gesagt? Wo ich mich dann ausgezogen habe, hat sie erst mal gesagt, was das denn, ne? Also da war ich doch erst mal schon etwas deprimiert. Hört man auch nicht so gerne, ne? Nein, nicht. Da war ich schon etwas deprimiert. Mhm. Und es hat dann auch ein bisschen gedauert, bis wir dann erst mal zum Geschäft gekommen sind, weil nach dieser Aussage, aber ich denke mal, es war wohl doch nicht so, dass das Wahre dann. Also auf alle Fälle nicht für mich und für sie wohl sicherlich auch nicht, obwohl sie ja ihre Kohle gekriegt hat. Bist du in der Tat deshalb zu einer Hure gegangen, damit du eine Auskunft bekommst, wie groß, ob deine Penisgröße in Ordnung ist? Ja. Echt, das ist ja schon krass. Und du hast mit deiner Freundin nie darüber gesprochen, hast nie gefragt, woran liegt es oder was ist los oder wie findest du ihn? Nee, weil das ist mir, gut, ich kann mit meiner Freundin über alles reden, aber sowas, so ein Intimsachen, weißt du, ist mir dann irgendwo peinlich, wenn ich dann sage, kann ich zu ihr hingehen und sagen, hallo Schatz, guten Morgen, ist mein Penis groß genug oder weißt du? Doch. Weißt du, wie ich meine? Finde ich schon, dass man das kann. Echt, ja? Ja, absolut. Bevor man sich wirklich so sehr irgendwie hineinsteigert in eine Vermutung oder zu so abstrusen Dingen greift wie du, zu einer Hure zu gehen, damit die dein bestes Stück begutachtet, finde ich schon. Also lass mich vorweg sagen, also ich als Fachmann sage dir, das ist natürlich unterer Durchschnitt, was du da hast, wenn es so ist. Es ist so, da kann man auch dann nichts schönreden. Mhm. Und es gibt auch keine seriösen Methoden, da irgendetwas zu verändern, kann man vergessen. Es gibt so einige Möglichkeiten, die immer wieder durch die Presse geistern. Ich halte da gar nichts von und die meisten Urologen und Leute, die davon Ahnung haben, auch nicht. So, das heißt, damit musst du dich erstmal abfinden. Ja, das lass mich weiter sagen. Aber die Größe sagt überhaupt nichts über die Qualität der Sexualität aus, wenn er nicht zu klein ist. Es gibt natürlich einen Bereich, da nutzt dann gar nichts mehr. Ich finde, dass der allererste Schritt, um auch eine Entkrampfung hinzukriegen in eurer Beziehung, in eurer Sexualität, dass du das offen ansprichst. Dass du offen ansprichst, hier, Mädchen, warum spielst du mir denn den Orgasmus vor? Ich habe das Gefühl. Und die zweite Sache ist dir mein Penis zu klein? Vielleicht ist er ja gar nicht zu klein. Vielleicht stellst du dich ja einfach nur ungeschickt an, kann ja auch sein. Möglichkeit, ja. Ja, und da. So, und wenn man einmal anfängt zu reden, kann sie es dir sagen und sie kann dir vielleicht sogar zeigen, wie sie es am liebsten hätte. Ja, ich sag mal so, wenn ich jetzt nicht meinen Penis nehme, sondern meinen Finger und da merke ich dann schon, dass sie dann einen wirklichen Orgasmus hat, ne? Ja. Also das irgendwie merkt man das dann doch schon, weil sie schreit die ganze Nachbarschaft zusammen, sag ich dann mal so, ne? Es kann ja sein, dass du aufgrund deiner Komplexe, die du hast wegen deines zu kleinen Penis, da auch wirklich ungeschickt und verkrampft agierst. Kann ja sein.
Vielleicht sollte ich mir auch mal das Kamasutra besorgen, weil wir machen immer die normale Missionarstellung und da rutscht da ständig halt raus. Ja. Und da kriege ich dann auch irgendwie, ja. Sag mal, wir wünschen uns nur ein Kind und das klappt dann halt so nicht, ne? Also ich glaube auch, dass man vielleicht ein gutes Stichwort, was du gerade gesagt hast, dass man mit neuen und ausgefallenen, ja, Stellungen halt auch die Größe etwas wettmachen kann. Ja, ja. Und man dann zu einer genauso großen Lusterfüllung kommt und die Frau auch, dass es überhaupt gar keine Probleme mehr gibt. Aber ihr müsst es offen auf den Tisch legen. Ich verstehe gar nicht, dass du da so verschämt bist, Mensch, Holger. Ach ja, also sowas gibt's auch noch. Ja. Aber ich denke, hast schon recht, das Wichtigste ist, dass ich erstmal mit ihr darüber ja, rede jetzt. Ich glaube, das ist beim ersten Gespräch und die ersten Sätze und so sind ein bisschen peinlich, aber ja, dann ist das Eis gebrochen und ich bin fast sicher, dass das eurer Beziehung und eurer Sexualität sehr gut tut, wenn du so an die Sache rangehst. Ich mach da so, wie du sagst. Ich sag, guten Morgen, Schatz, ist ja mein Penis so klein. Ja, das hat ja auch noch komisch. Oder genau. Ein Marmeladenbrötchen. Ja, genau. Ja, so musst du es machen, okay? Alles klar. Holger, alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Jo, tschüss. Pia ist jetzt hier. Hallo, Domian. 30 Jahre alt. Ja, hallo. Stimmt, ne? Richtig. Um was geht's denn? Es geht, um es mal abzukürzen, um meinen Sohn. Der ist 9 Jahre. Mhm. Und ich bin seit 5 Jahren geschieden und er hat halt regelmäßig Kontakt zu seinem Vater. Mhm. Und vor 4 Wochen kam halt eine Sache ans Tageslicht, die mich dann sehr geschockt hat. Und zwar hat er halt erzählt, er hat mit seinem Vater ein Stück von einem Pornofilm geguckt. Der Junge ist 9 Jahre. Der Junge ist 9 Jahre, ja. Mhm. Der Vater ist 36. Und an einem anderen Tag halt war er mit seinem Freund, also der beim Vater da in der Nachbarschaft wohnt, bei dem Vater zu Besuch, der Vater war aber nicht zu Hause. Und dann hat der Freund von dem Jungen? Der Freund von dem Jungen. Mhm, ja. Und dann hat mein Sohn halt praktisch zu dem Freund gesagt, mein Papa hat auch einen Pornofilm, sollen wir den mal gucken? Mhm. Dann haben die zwei zusammen den Pornofilm geguckt. Ich habe ihn also auch gefragt, was er dann gesehen hat, um rauszufinden, ob es auch wirklich ein Pornofilm war. Die beiden Jungs ohne den Vater? Ohne den Vater, mhm, genau. Mhm. Und danach, nach dem Film, hat der Junge halt zu meinem Sohn gesagt, so, wir machen jetzt mal ein paar Sachen und wenn du das nicht tust, dann sage ich deinem Vater, dass wir den Film heimlich geguckt haben. Mhm. So, er musste dann den Jungen mit dem Mund halt berühren am Penis und auch mit den Händen. Und das Gleiche hat der Junge auch bei meinem Sohn gemacht. Mhm. Ja, und das kam dann vor 4 Wochen, wie gesagt, alles ans Tageslicht. Ich habe dann als ersten Weg mal den Weg genommen zu den Eltern von diesem Jungen. Kurze Zwischenfrage noch. Dieser Junge ist so alt wie dein Junge? Ein Jahr älter, 10 Jahre. 10 Jahre alt. Mhm. Mhm. So, um einfach nochmal die Bestätigung zu haben, dass es auch alles so war, wie mein Sohn mir erzählt hat. Das hat der Junge auch zugegeben unter Tränen. Mhm. Und der zweite Weg war dann zu einem Kinderpsychologen, weil ich gar nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Der dritte Weg war dann eigentlich eine Beratungsstelle, weil ich das Jugendamt noch raushalten wollte. Ja. Die haben dann mit meinem Ex-Mann Kontakt aufgenommen, ein Gespräch mit ihm alleine gehabt. Und danach hat er auch reumütig gesagt, also er würde alles wegtun, was in dieser Richtung gehen würde, wegschließen. Ja. Ja. Und unter anderem halt, er hätte zwar mit ihm nicht zusammengeguckt, es könnte aber gut sein, dass er zufällig mal reingekommen wäre. Also er hat es dann irgendwo... Aber wie kann er denn einen Pornofilm gucken, überhaupt in der Wohnung gucken, wenn der kleine Junge da ist? Ja, also er wohnt bei seinen Eltern im Haus und meinte dann, er war vielleicht gerade unten gewesen, der Sohn. Und er hätte oben halt geguckt und also es war schon eine Ausrede, man merkt auch, dass er dann... Aber der Sohn, der Junge, dein Sohn hat gesagt, er hätte zusammen mit dem Papa den Film geguckt. Ja, das hat er also auch nochmal im Beisein von seinem Vater gesagt. Also sein Vater hätte wohl zu ihm gesagt, komm, wir gucken mal kurz, es wäre aber nicht lange gewesen, hat er auch gesagt. Ja, finde ich schon sehr skandalös, muss ich sagen. Ist es auch. Sehr, sehr. Ja. Ist der eigene Vater mit einem 9-jährigen Kind... Und wenn es nur 2 Minuten sind, egal wie lange. Nein, er hat ihn überhaupt nicht zu gucken, diesen Film, wenn der Junge in der Nähe ist. Was kann er nachts machen, wenn er alleine ist oder so? Ja, vor allen Dingen legt man sie, sag ich mal, so weg, auch dass die Kinder alleine nicht drankommen. Das ist das Nächste, genau. So. Mhm. Ja. Das mein Problem ist aber hauptsächlich jetzt, ich habe also dann mit dem Psychologen gesprochen und mein Sohn möchte halt weiter, ja, zu seinem Vater am Wochenende, jedes zweite Wochenende. Und er meinte halt, also wenn mein Sohn möchte, dann soll ich ihn auch lassen. So, das habe ich dann auch getan und mein Sohn sagte mir dann heute, dass er nochmal nachgeguckt hätte und dieser Pornofilm halt immer noch da stand, wo er stand. Also, dass er nicht weggeräumt worden ist. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich reagieren soll, weil ich sag mal... Du hast doch mit deinem Ex-Mann
Ja. Ihr wart verheiratet, ne? Ja, richtig. Ja. Mit deinem Ex-Mann doch sehr eingehend darüber gesprochen, ne? Ja, sehr eingehend. Er saß also erstmal ohne den Kleinen. Und fing auch an zu weinen und meinte, also er wird jetzt dargestellt als Kinderschänder und weiß also, ich nicht. Also reumütig. Er kam mir sehr reumütig vor und ich habe ihm auch deutlich gesagt, passiert das nochmal, werde ich einen anderen Weg gehen. Hältst du es für möglich, dass das jetzt einfach so eine blöde Nachlässigkeit von ihm ist? Nein, weil ich habe sogar Angst, also meine größte Angst im Moment ist einfach, dass noch mehr war, was ich noch nicht weiß. Welche Richtung denkst du? Also es ist so, ich habe mich von meinem Ex-Mann hauptsächlich getrennt, dadurch, dass er halt sexuelle Neigung hatte, wo ich nicht mit klar kam. Zum Beispiel? Er kam also dreimal insgesamt mit Unterwäsche von anderen Frauen nach Hause. Mhm. Er hat also einen Beruf, wo er halt die Möglichkeit hatte, auch dran zu kommen. Mhm. Und er hat also ständig, also wenn ich nachts am Schlafen war, hat er angefangen, sich neben mir zu befriedigen und mich zu wecken und irgendwo ein bisschen unter Zwang auch, sich das zu holen, was er wollte. Bei dir? Bei mir, richtig. Während du geschlafen hast? Während ich geschlafen habe. Oder wenn ich halt in der Badewanne saß, stand er auf einmal vor mir und fing an, sich zu befriedigen. Ne? Das war der Hauptgrund, weswegen ihr euch getrennt habt? Das war der Hauptgrund, ja. Also Hauptgrund, sage ich jetzt mal. Ja, weil, das heißt, da ist vieles zusammengekommen und das ist dann auch irgendwann eskaliert. Ja, es ist einmal eskaliert, wo ich halt, also ich hatte mal eine Woche, also es war wirklich definitiv nur eine Woche, keine Lust auf Sex und das habe ich ihm dann auch geäußert. Und dann meinte er halt zu mir, okay, dann holt er sich das irgendwo anders. Mhm. Dann ist mir natürlich rausgerutscht, so nach dem Motto, versuch's mal, kannst du sowieso nicht. Mhm. Und dann hat er versucht, sich das bei mir mit Gewalt zu holen. Einmal. Das heißt, es ist eine versuchte Vergewaltigung. Ja, also ich habe dann praktisch, mein Sohn war zu dem Zeitpunkt ja noch kleiner, hatte halt so Spielautos auf der Erde liegen. Mhm. Da habe ich versucht, mit ihm, also auf ihn einzuschlagen und er hat auch dann von mir gelassen und fing auch dann an zu weinen. Du hast ihn nicht angezeigt deshalb? Nee. 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 Also ich höre schon, der ist sexuell schon eher sonderbar gestrickt. Finde ich, ja. Um es gelinde auszudrücken. Ja. Würdest du denn so weit gehen, hast du auch Sorge, dass er in irgendeiner Weise päderastisch orientiert ist, dass er sich auf Kinder, das heißt, dass er in Kindern Interesse hat? Also ich hoffe es nicht. Ich habe auch nie damit gerechnet. Ich meine, mir ist es ja egal, ob er sich irgendwelche Pornofilme reinzieht. Mhm. Nur ich habe nie damit gerechnet, dass er so naiv ist und zu meinem Sohn sagt, komm, wir gucken mal kurz. Mhm. Also mein Sohn hat mir definitiv beschrieben, was er gesehen hat. Er hat mir den Titel von dem Film genannt. Mhm. Und also Pia, ich würde jetzt ganz radikal vorgehen. Ich würde den zur Rede stellen und würde ultimativ sein, wenn er das nicht sofort alles sein lässt, dann wendest du dich in das Jugendamt und dann kann er, dann ist es vorbei, dass er den Kind, dass er den Kleinen trifft. Ja, aber das ist ja das Problem, da tue ich ja meinem Kind mit weh. Ja, weil er aber will die Frage, seinen Vater sehen. Ja, aber die Frage, du musst ja abwägen. Vielleicht tust du deinem Kind noch viel mehr Schaden an, wenn du dein Kind ihm aussetzt. Wer weiß, was da alles passiert und was er macht mit dem Kleinen. Da muss man abwägen. Ich habe einfach Angst. Ich finde auch sehr richtig, dass der Kontakt da sein muss zwischen dem Vater und dem Kind. Mhm. Und vielleicht hilft ja ein ganz scharfer Anpfiff nochmal, dass du ihm drohst. Das habe ich ja das letzte Mal getan. Aber vielleicht das nochmal, aber wirklich ganz endgültig. Ja, gut, er wird's ja sowieso, er hat's ja auch mir damals, also vor 4 Wochen da mal die Sachen mir gegenüber abgestritten. Er hat nur bei dieser Beratungsstelle halt geäußert, es könnte so und so gewesen sein, ja. Und mein Sohn hat zum Beispiel auch zu mir gesagt, er hat halt Unterwäsche bei ihm gefunden. Und er hat dann behauptet, es wäre halt zufällig von der Mutter mit hochgekommen, also von der Oma von meinem Sohn. Mhm. Und da hat er bei der Beratung, also das hat er mir gegenüber abgeschritten und bei der Beratungsstelle hat er halt gesagt, es wäre irgendwie was von ihm gewesen, eine Unterhose und ein T-Shirt, was er nur hinterm Kissen getan hätte, weil Besuch kam. Also ich höre in höchster Sorge an deiner Stelle, in allerhöchster Sorge. Und kann das gut verstehen, dass du sagst, und das finde ich auch sehr, sehr, sehr richtig, dass das Verhältnis aufrechterhalten werden sollte, solange es irgend möglich ist zwischen dem Vater und dem Jungen. Ja, weil der Kleine weiß ja gar nicht, sag ich mal, was so jetzt Sache ist. Nein, natürlich nicht. Aber also dennoch würde ich sagen, um vielleicht nicht sofort alle Stricke kaputt zu schneiden, nochmal ein sehr entschiedenes Gespräch. Vielleicht auch in Anwesenheit von irgendjemandem anderen, der noch eine Autorität für ihn darstellt. Mhm. Aber das ist das allerletzte Gespräch dann. Ja gut, das hatte ich ja vor, nur diese Beratungsstelle hat halt mit ihm erstmal alleine gesprochen und meinte dann zu mir, wenn sie halt noch ein Gespräch zusammenführen, also mit uns beiden, dann müssen sie das Jugendamt einschalten. Mhm. So, und deswegen habe ich gesagt, ich mache das alles über diesen Kinderpsychologen. Gut, aber vielleicht könnte man auch das Jugendamt schon einschalten. Ja,
Da habe ich Angst vor. Ich weiß auch nicht, welche Konsequenzen das dann sofort hat, aber es sind jetzt genügend Warnsignale gesetzt worden, ne? Von seiner Seite aus. Klar. Es ist die Frage, ob du es vielleicht einmal noch mal alleine machst, ob du denkst, dass das Sinn hat und wirklich dann endgültig mit dem Jugendamt drohst, oder ob du gleich mit dem Hammer kommst und sagst, aber okay, wenn ich es alleine mache, dann bekommt mein Sohn es zu spüren, weil er hat ja dann praktisch in Anführungsstrichen geschnüffelt bei ihm. Und dann wird er sagen, wieso machst du das nicht schon wieder? Das gehört mit zu dem Gespräch dazu, dass er tunlichst unterlassen soll, den Jungen in irgendeiner Weise darauf anzusprechen. Das musst du ihm auch ganz strikt sagen. Du wirst es ja merken, ob er sich daran hält. Du merkst es ja an dem Kleinen. Ja. Ne? Also finde ich schon eine sehr, sehr heikle Situation. Ja, also man trifft nur andere und dann trifft es irgendwann einen selber mal. So, ne? Jetzt habe ich dir meine Meinung, quasi meine Privatmeinung gesagt dazu. Mhm. Ich würde gerne auch noch, dass du mit meiner Psychologin, dass sie von ihrer psychologischen Warte aus dir das auch noch vielleicht kommentiert, dass du mit ihr noch ein paar Worte redest. Ja, wenn das geht. Psychologin heißt Elke, du legst auf und Elke ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Danke. Gute. Alles Gute auch, du mir. Tschüss. Ariane, stimmt, ne? Ja, hallo. Hallo Ariane, 24. Ja, genau. Guten Morgen. Oh, ich bin ziemlich aufgeregt, ja, guten Morgen. Ich habe zwar schon öfter geguckt, deine Sendung, aber... Und jetzt ist man natürlich aufgeregt, wenn man plötzlich da ist, drin ist. Ja, ich zitter am ganzen Körper. Mann, du Armes, das brauchst du gar nicht. Sag einfach mal erstmal das Thema, Stichwort. Um was es geht. Stichwort, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, keine Ahnung. Also, ich lebe in Scheidung, habe zwei Kinder. Mhm. Bei kleine Kinder und war öfter mal im Chat über Videotext. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, kenne ich, ja. Also per SMS. Ja, ich habe eine Frau kennengelernt. Mhm. Sie hat mich angesprochen, hat mich Hals über Kopf in sie verliebt. Erstmal nur so chatmäßig? Also sie hat mir ihre Nummer gegeben und wir haben erst gemailt. Ja. Und dann eben auch telefoniert. Und dann telefoniert, ja. Und uns dann auch getroffen. Sie kam mich besuchen. Ah ja. Und ja, und es passt alles super gut. Und jetzt hat's geschnackelt. Ja, aber da gibt's ein Problem. Nämlich? Sie ist Türkin. Und das Problem liegt da jetzt im Einzelnen? In ihrer Familie, ja. Das, Also sie, ich weiß, dass sie mich auch liebt, aber wenn sie sich für mich entscheidet, muss sie eine Menge aufgeben. Ist es denn für dich auch das erste schwerwiegende und große Gefühl für eine Frau? Oder hast du früher schon mal so Ambitionen gehabt? Nein, naja, so ein bisschen schon. Ich habe gemerkt, dass ich mich für Frauen interessiere, aber so wirklich wahrgenommen habe ich es nicht. Ja, und das ist jetzt so die erste Verliebtheit in eine Frau. Ja, genau, aber total. Also ich kann schon sagen... Wie weit ist es denn schon gegangen? Ja, richtig intim. Ja. Richtig intim, das heißt, ihr habt schon miteinander geschlafen? Ja. Ja. Wie aufregend, ne? Zum ersten Mal das dann mit einer Frau zu machen. Oh, ich war super nervös. Ja. Sie war da völlig cool. Wahrscheinlich noch nervöser als jetzt, oder? Na, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich jetzt sogar nervöser. Ist das denn sie hört wahrscheinlich gerade zu. Oh, wie aufregend. Zudem aufregend. War es denn für deine Freundin auch das erste Mal mit ja, deiner Frau? Ja, für sie auch, ja. Ja. Ja, sie hat mir gestanden, dass sie eigentlich nur mal mit einer Frau schlafen wollte. Ja. Sie es nur mal ausprobieren wollte. Und sie hätte niemals gedacht, dass sie sich in mich verlieben würde. Das hat sie jetzt aber auch so ausgedrückt, dass sie sich in dich verliebt. Ja. Hat. Ja. Sie lebt in einer sehr traditionellen türkischen Familie? Nein, nicht ganz. Also sie kam mit 5 Jahren wohl nach Deutschland und sie war immer so ein Anhängsel der Familie. Ja. Große Familie. Sie kümmern, ja, normal. Und da würde wahrscheinlich die Welt zusammenbrechen, wenn die erfahren, dass das Mädel lesbisch ist. Genau. Wahrscheinlich wäre sogar unser Leben in Gefahr. Ja, ja, ich weiß. Ich würde mich da nicht wundern. Schon schlimme Geschichten dieser Art gehört, ja. Mhm. Jetzt ist das Ganze ja noch recht frisch bei euch, ne? Kann man ja sagen. Ja, ziemlich frisch, ja. Ja. Ihr müsst ja jetzt auch nicht gleich mit wehenden Fahnen durch die Orte laufen und sagen, wir sind ein Paar und wir sind lesbisch. Mhm. Lasst es doch erstmal ein bisschen sich entwickeln. Und vor allen Dingen ist es ja auch wichtig für deine Freundin, dass sie sich auch erstmal klar wird, was sind das für Gefühle, wie... Welche Wichtigkeit für das Leben, für mein Leben hat das? Ist es wirklich eine große Liebe? Und wenn ihr ein Jahr zusammen seid, das könnt ihr erstmal heimlich laufen lassen. Das könnt ihr erstmal, bei Frauen ist es ja recht einfach, dass ihr einfach so auf gute Freundinnen macht. Mhm. Dann wird sie natürlich irgendwann vor der Entscheidung stehen, was mache ich? Bekenne ich mich dazu? Mhm. Oder lasse ich es weiter heimlich laufen?
Und wenn ich mich dazu bekenne, wie soll das gehen? Gehe ich irgendwo in eine andere Stadt, in die Anonymität vielleicht? Ich weiß nicht, wie gefährlich das Umfeld ist. Also es wäre schon einfacher, wenn sie zu mir ziehen würde. Also ich glaube schon, dass meine Mutter weiß davon. Mhm. Und sie akzeptiert es auch. Mhm. Ist deine Freundin ungefähr in deinem Alter? Die ist 20. Die ist 20. Ja. Mhm. Hat offiziell einen Freund im Moment oder keinen Freund? Keinen Freund. Keinen Freund. Ja. Gut. Ich denke mal, die vermuten, dass sie einen Freund hat, dass ich männlich bin. Ach so. Ja. Ja. Aber wie hat sie das denn bisher so dargestellt, wie das so in der nächsten Zeit weitergehen soll? Das war immer ein Hin und Her. Erst sollte ich zu ihr ziehen, dann sie zu mir. Und aber sie steckt auch noch in der Lehre. Also sie muss jetzt noch 3 Monate, dann hat sie ihre Lehre beendet. Du hast gesagt, zu ihr ziehen, hat sie denn schon eine eigene Wohnung? Ich wollte mir dort eine eigene Wohnung nehmen. Also. Ja. Hm. Aber Ariane, dass wir uns denn aber wenigstens jeden Tag sehen können. Wie weit wohnt ihr auseinander? Wie viele Kilometer? 700. Ach, 700? Ja, jetzt ich wohne in der Nähe von Berlin und sie so. In der Nähe von Stuttgart. Jetzt verstehe ich erst. Ja, schon ziemlich. Ja. Und nächsten Freitag werde ich sie wahrscheinlich wiedersehen. Ich wollte gerade sagen, warum müsst ihr denn gleich zusammenziehen? Aber bei dieser Entfernung ist natürlich klar, Also ich muss sagen, weil wir uns nicht sehen, streiten wir uns ziemlich oft. Weil da mal die Eifersucht im Spiel ist. Mhm. Und ich denke mal, dass es einfacher ist, wenn wir zusammen sind, dass wir sehen, dass wir keinen Grund haben zur Eifersucht. Auf wen oder was seid ihr denn eifersüchtig? Auf also ich war eigentlich normalerweise nie so eifersüchtig, aber sie ist auf alles. Mhm. Echt auf meinen Ex-Mann. Mhm. Oder ist echt ein rotes Tuch für sie. Mhm. Obwohl ich ihr immer wieder erkläre, dass sie da nichts zu befürchten hat. Ja. Und ja, und alle Leute, die mir überhaupt begegnen, sie ist auf alles eifersüchtig. Und du bist eifersüchtig auf Männer oder auf Frauen, auf andere Frauen? In ihrem Umfeld? Ja, beides, na, ist ja klar, ne? Also, wenn wir nicht zusammen wären, sie würde sich für Frauen und Männer interessieren, genauso wie ich. Mhm, ja. Ja. Und deswegen. Also, Ariane, ich finde eigentlich auch nicht so ganz schlau, dass ihr, nachdem das alles so frisch ist, schon wirklich dann auch in einer Wohnung zusammenleben wollt. Wäre es denn ja, ich wollte mir eigentlich extra eine Wohnung. Ja, finde ich auch. Also, sie lebt noch bei ihren Eltern. Ja. Aber dann wären wir wenigstens in einer Stadt. So, das finde ich auch eine gute Idee. Und für dich wäre es durchaus okay, diesen großen Sprung zu machen von Berlin in die andere Stadt. Ja, für sie würde ich das tun, ja. Für sie würdest du es tun. Wie alt sind deine Kinder? Meine Tochter ist 2,5 und mein Sohn ist 4,5. Ach so, dann geht das noch. Also die sind noch nicht mit Schule und so irgendwie gebunden. Nein. Mhm. Ja, ich würde es wirklich vorsichtig angehen. Also das zum Beispiel finde ich auch eine gute Idee. Du ziehst dorthin, hast aber deine eigene Wohnung und lass es erstmal langsam weiter sich entwickeln. Nichts überstürzen, damit sie sich mehr auch noch sicher ist, was das ist und du letztendlich auch. Und dann muss man sehen, in einem Jahr vielleicht oder so, wie sie damit umgeht. Und das muss sie alleine einschätzen, wie viel Kraft sie hat, ob sie es wirklich ganz nach außen kehrt oder ob sie auch wirklich reale Angst vor ihrer Familie hat. Das ist dann, das muss dann entschieden werden. Aber das muss jetzt dann noch gar nicht ausgeplaudert werden alles. Ja. Eigentlich finde ich die Idee gar nicht schlecht, wenn du sagst, das ist eine große Liebe. Ich wäre bereit, das für sie zu machen, dass du dir da eine Unterkunft suchst, eine Arbeit suchst. Ich weiß nicht, ob du eine Arbeit hast oder eine Arbeit haben willst. Nee, im Moment nicht. Nee. Ich habe ja die Kinder. Ja, gut. Aber dass du das machst und dann alles ganz langsam angehen lassen. Ja. So würde ich es machen. Das denke ich mir auch mal. Und wenn wir unsere Ruhe haben wollen, dann ich in meiner Wohnung und sie kann nach Hause gehen. Ganz genau, ja. Weil es zieht nicht schon in eine Wohnung zusammen. Das ist vielleicht zu viel Sprengstoff im Moment noch. Ja, wo sie so impulsiv ist. Ja. Und ich auch. Und du auch, genau. Ja, wir sind beide stur und jeder will recht haben. Und Also schön langsam angehen, Ariane. Okay. Alles Gute und schöne Grüße an deine Freundin, wenn sie uns zugeschaut hat. Liebe Grüße nach Stuttgart. Okay, tschüss. Danke schön. Tschüss. Michael, 37. Guten Morgen. Guten Morgen. Und bei dir ist auch Steffi. Ja, genau. Das ist meine Frau. Die ist 23. Ja. Michael, um was geht's denn? Bitte Fernseher oder Radio ganz leise schalten. Ist da eine Rückkopplung? So ein bisschen gerade, ja. Mhm. Ja, es geht darum, dass ich pornosüchtig bin. Und zwar schon seit so lange, wie ich fast zurückdenken kann. Mhm. Es hat damit angefangen und dann kam Drogen, also in jeder Form dazu, Alkohol und dadurch wurde das dann ein bisschen unterdrückt und passte auch ganz gut dazu. Was heißt denn pornosüchtig? Ja, das heißt, ich muss mir Filme angucken. Davon bin ich ausgegangen.
Aber was heißt süchtig? Guckst du dir die jeden Tag an, den ganzen Tag an? Laufen die permanent irgendwie im Hintergrund bei dir oder was? Das gar nicht mal. Also ich hab ein ziemlich schizophrenes Verhältnis dazu. Erklär es mir. Einerseits bin ich Christ und andererseits eben das. Ne? Also das ist aus der Vergangenheit noch übergeblieben. Also die Drogensucht und das Alkohol ist ziemlich im Hintergrund. Und diese Pornos, die kommen ab und zu noch mal vor. Früher war das jede Woche und war auch relativ selten oder so, auch nicht jeden Tag. Ja, und jetzt? Und jetzt ist es sind's alle 3 Wochen mal oder so. Ne? Alle 3 Wochen kommt das mal vor. Alle 3 Wochen guckst du dir mal ein Porno an? Ja, ja, aber nicht so entspannt, wie man sich das vielleicht vorstellt oder so, sondern total unter Strom. Das dauert erstmal... Was bedeutet das unter Strom? Ja, das dauert ellenlange, bis ich mir in der Videothek überhaupt einen ausgesucht habe und bis ich mich entschieden habe, ob ich überhaupt einen nehme oder so, weil ich weiß, dass das zu absoluten Spannungen führt, auch in der Ehe jetzt hier, ne, mit meiner Frau. Also vorab muss ich erstmal sagen, unter einem pornosüchtigen Menschen habe ich mir etwas ganz anderes vorgestellt. Ja. Stelle ich mir nicht jemanden vor, der alle 3 Wochen sich mal so ein Ding reinzieht. Ja, ist gut, aber... Ich kann es überhaupt nicht akzeptieren, dass ich es tue. Also, da ist auch ein innerer Konflikt bei dir, dass du sagst, eigentlich finde ich das Mist, das Zeug, und will es auch nicht sehen. Aber es ist so ein halt wie du es schon gesagt hast, auch so eine Sucht, das ab und an mal zu machen. So? Ja. Ja. Der Konflikt, erklär mir diesen Konflikt noch ein bisschen näher, warum du es nicht willst. Ist das ein moralischer Konflikt, wie du hast gerade gesagt, dass du Christ bist und das eigentlich theoretisch ablehnst, oder worin besteht der Konflikt? Ja, ich lehne es eigentlich ab, ja. Mhm. Warum? Ja, weil es Gewaltdarstellungen sind irgendwie, finde ich. Aber andererseits genau ist es umgekehrt. Also ich denke auch, dass es turnt mich an. Mhm. Und besonders jetzt in der letzten Zeit, da mache ich mir Gedanken darüber, da gibt es so viele Berichte im Fernsehen über Entführungen und dann Mord und so. Mhm. Und ich denke, es gibt... Wo ist da der Zusammenhang? Ja, also ich habe mir jetzt letztens so einen Straßenflirt ausgeliehen da in der Videothek. Ne? Also ein Porno mit dem Titel Straßenflirt. Ja, ja, genau, da gehen dann die Leute durch die Straßen und sprechen einfach irgendwelche Passanten an und unter einem Vorwand nehmen die dann mit in ihr Studio und da werden die dann zum Sex überredet, so à peu irgendwie. Die wissen das wahrscheinlich erst gar nicht oder so. Ja. Ich habe mich schon gefragt, ob das wirklich echt ist oder so, ob das auch nur gestellt ist. Ja. Und du meinst, dass das irgendwie ein Nachahmungseffekt erzeugen kann und... Ich verstehe es nicht genau, du hast gerade gesagt von Entführungen und ja, diese Frauen, die dann hinterher da wieder rauskommen aus diesem Studio von diesem Fotomann, angeblichen Fotografen, die sind doch dann wahrscheinlich total perplex, die wissen doch gar nicht, was mit denen passiert ist. Gut, das halte ich jetzt ein bisschen für übertrieben, da einen Zusammenhang zwischen realen Verbrechen herzustellen und... Und das habe ich mir jetzt auch angeguckt und ich wollte es eigentlich gar nicht gut finden und so, und selbst das habe ich dann irgendwann... So, jetzt gibst du mir mal deine Freundin Steffi, okay? Wir reden gleich weiter. Ja. Mhm. Hallo. Steffi, ich werde nicht so richtig schlau aus dem Michael. Er fing an, du hast es ja gerade mitgehört, zu sagen, ich bin pornosüchtig, und dann sagte, dass das nur alle 3 Wochen macht. Ja. Kannst du es mir besser erklären? Was? Also ich denke, er meint das mit der Pornosucht, dass dieses Verhalten wie ein Süchtiger halt, also zum Beispiel, er sitzt, wenn er das hat, sitzt er zum Beispiel vorm Fernseher und schaltet 5000 Mal oder so immer hin und her. Zwischen was hin und her? Zwischen den ganzen Channels im Fernsehen. Nur um diese, so sich um sich aufzureizen oder sowas, um jetzt irgendwann irgendwelche Brüste zu sehen oder so. Also er legt den Also er setzt sich jetzt nicht entspannt irgendwo hin und guckt sich das jetzt an, was ich jetzt irgend so ein Sender, wo das abends läuft, also jetzt, das sind ja keine Pornos, aber ne? Und das macht er nicht, sondern er steht vor dem Fernseher an diesem Gerät dran und schaltet nur rum die ganze Zeit. Und das macht er zum Beispiel so, um sich irgendwie da so vorzubereiten oder so. Und irgendwann ist dann kämpft er noch dagegen und immer so ein Hin und Her. Und dann okay, irgendwann es ist alles eine lange Geschichte. Genau. Es ist aber irgendein Konflikt in ihm und den möchte ich gerne von dir erklärt haben. Warum ist das alles so? Man könnte auch wirklich auf dem Standpunkt stehen, okay, ich mache das mal alle 3 Wochen und schwamm drüber, es ist gut.
Ja, es sind wohl mehrere Konflikte. Also ein Konflikt bin auf jeden Fall ich. Mhm. Das heißt, du möchtest das auch nicht? Ich kann es nicht ertragen. Ja. Also es ist für mich oberschlimm. Ja. Warum ist das für dich oberschlimm? Weil, wegen meiner Vergangenheit. Also weil mein Ex-Freund also auch total die Pornos geguckt hat und sich das dann so hochgesteigert hat, bis zur Vergewaltigung kam es dann. Ach so. Mehrfach und echt wirkliche Zwangshandlungen und also der hat sich eine richtige Rage geguckt und du musstest das quasi ausbaden dann. Ja, also das war ganz schlimm. Also so genau will ich da jetzt auch nicht drauf eingehen, aber es war. Ja, kann ich verstehen, dass du dann natürlich, dass da alle Warnsignale angehen bei dir. Ja, das ist auch so und irgendwie ich komme echt nicht klar und das geht jetzt schon länger so und ich habe versucht irgendwie dann irgendwie damit klarzukommen und habe versucht, das dann mitzugucken. Ja. Oder bin sogar einmal mit ihm ins Porno-Kino gegangen. Ja. Aber echt, ich breche zusammen innerlich. Sowas packe ich nicht. Und einen Suizidversuch habe ich jetzt auch schon hinter mir. Ja. Also, ich würde jetzt aufgrund dessen, was er mir geschildert hat und du auch, das war jetzt schon, da waren einige Informationen schon drin. Ich würde euch wirklich ganz dringend raten, zumal er ja diese Vergangenheit auch hat. Er hat es ja gesagt, dass es früher schon sehr, vielleicht noch exzessiver gemacht hat. Dass ihr beide zusammen, oder vielleicht eher alleine auch, aber vielleicht auch zusammen, es könnte sein, dass es noch besser ist, zu einer Beratungsstelle geht, die sich speziell auch mit solchen Dingen beschäftigt. Wir würden euch gerne ein paar Adressen und Telefonnummern gleich geben. Okay, dann legt mal bitte auf und wir rufen gleich nochmal an. Das war Steffi und Michael. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Krapp, bei Wolfram Spikowski, bei Jan Hölz, Uwe Petersen, Gunther Papperitz, Jan Gräfe zu Baringdorf, Marc Sommer, Dirk Winhüsen und Johannes Brachthäuser. Unsere Themen nächste Woche heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Böse Väter und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Das habe ich verloren. Ich wünsche euch ein gutes und ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut und tschüss. Bis dahin.